Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Ich habe für euch heute ein weiteres SUV mitgebracht und zwar den Citroën C5 Aircross und er will hier ganz besonders luxuriös und komfortabel sein. Ob er das ist, klären wir heute, wenn ihr dran bleibt. Viel Spaß! Dann schauen wir uns doch jetzt mal den Citroën C5 Aircross im Detail an, würde ich einfach mal sagen. Die Front fällt schon mal wirklich auf, ist typisch Citroën gestylt, denn die Franzosen sind so typisch für ihre Chromleisten hier bekannt, die tatsächlich das Fahrzeug schön in die Breite ziehen und hier das Markenlogo, die Doppelwinkel perfekt in der Mitte zentriert einhalten. Wir haben hier unten Voll-LED-Scheinwerfer, die Insekten da kommen. Da unten sieht es aus wie zwei Lufteinlässe links, also auf der Beifahrerseite rechts so gesehen, ja. Und hier ist er verschlossen. Ja, aber es ist wirklich ein sehr, sehr bulliges SUV, wenn man ihn so zum ersten Mal sieht. Mit seinen 4,50 Meter genau ist er, ja, gutes Kompaktmaß, würde ich einfach mal sagen. Er ist ein paar Zentimeter länger als ein vergleichbarer VW Tiguan. Sehr, sehr schön an der Seitenlinie gefällt mir dieser C-Knick hier hinten von der Chromleiste, die hier sehr, sehr dick wird und nach vorne dann immer dünner ausläuft. Das ist schon sehr, sehr charakteristisch und auch sehr, sehr schön ausgeformt. Diese Airbumper, die Citroën eigentlich eingeführt hatte, sind jetzt mittlerweile nur noch Design-Gimmick. Sie schützen die Tür, ja, vielleicht nur noch da unten in dem Bereich, würde ich mal sagen, das ist eher zu vernachlässigen. Schauen wir uns den Heckbereich einmal an vom C5 Aircross und hier fällt auch schnell auf, dass der Wagen wirklich sehr, sehr breit ist und vor allem auch an Breite gewinnt durch diese, ja, durch diese Rückleuchten. Wenn wir sie uns mal genauer anschauen hier, dann sehen wir auch, das sind vier einzelne Elemente, die man da eingepflegt hat in Voll-LED-Technik. Der Doppelwinkel hier auch sehr schön, wieder in der Mitte mit dem Schriftzug. Unten rechts C5 Aircross. Man hat die 5 sogar farblich nochmal abgehoben, um hier tatsächlich diese Fahrzeugklasse nochmal deutlicher zu verdeutlichen. Auch sehr schöner Effekt hier, diese 3D-Leuchten, die hier so schön ausgearbeitet sind. Das hat schon wirklich was Stylisches. Ein bisschen schwach, muss ich zugeben. Das können wir uns hier mal genauer anschauen. Na, das ist diese lackierte Leiste hier, die tatsächlich so einen Hochglanz hat und wirklich eher billig wirkt als hochwertig. Also da hätten die Franzosen durchaus noch mal ein bisschen mehr machen müssen. Hier haben wir auch noch schöne Fake-Auspuffrohrblenden links und rechts. Ja, ja gut, sie sind jetzt aktuell wohl in und von dem her akzeptieren wir das jetzt einfach mal so, würde ich sagen. Ja, hinter der Heckklappe des Citroën C5 Aircross verbirgt sich ein durchaus sehr gebrauchbarer Kofferraum mit 580 bis 1630 Litern Stauraumvolumen. Aber natürlich viel wichtiger ist, was haben wir denn da überhaupt für Abmaße? Können wir damit ordentlich transportieren oder auch nicht? Ja, aus dem Grund habe ich mir natürlich jetzt für euch hier das Maßband wieder geschwungen und habe mir gedacht, ich schaue einfach mal mit euch, was hier so alles reingeht. Es ist ein bisschen schwierig. Wir haben natürlich eine in der Länge verschiebbare Rücksitzbank. Das heißt also, wir haben unterschiedliche Längen. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal genau aufgeschrieben und sage euch einfach mal ganz kurz, was ich so gemessen habe. Also wir haben tatsächlich eine Mindesttiefe von 95 cm, wenn die Rückbank nach ganz hinten geschoben ist und die Lehne steil steht. Fahren wir die Lehne nach vorne, kommen wir auf 111 cm Ladelänge, legen wir um und
laden bis zur Rückenlehne vom Beifahrersitz vor. Dann können wir Gegenstände von bis zu 1,87 Meter tatsächlich da hinten einladen. Das ist schon ordentlich. Natürlich, von der Höhe sind wir auch ein bisschen begrenzt. Wir haben hier einen doppelten Ladeboden, den können wir verschieben. Das heißt, wir haben mindestens 47 cm hier Höhe bis zur Hutablage. Wenn wir tatsächlich den Ladeboden nach unten legen, dann sind es 58 cm bis zur Hutablage. Nehmen wir die Hutablage raus, lassen ihn ganz unten, können wir maximal 87 cm einladen aufgrund der Kante hier oben. Innenbreite haben wir 1,05 Meter, das heißt, da geht auch ordentlich was rein, und 77 cm ist die Ladekante hoch. Ja, das sind so die Fakten und Daten. Praxiserfahrung natürlich, Kinderwagen ging hier ohne Probleme rein, gefaltet sowohl als auch Zwillingsbuggy als auch Single-Buggy gehen hier wunderbar hinein. Fehlt sich nichts für Reisegepäck, würde ich mal sagen. Für eine Kleinfamilie ist das auch kein Problem. Wer mit zwei Kindern reist und viel Gepäck dabei hat, der wird hier durchaus ein bisschen mit hadern müssen. Da wird eher eine Dachbox hinten oben drauf gehören. Aber ansonsten sehr, sehr praktisch. Die Rücklehnen natürlich im Verhältnis ein Drittel jeweils umlegbar, weil Einzelsitze, ganz klar. Aber wir haben auch eine sehr ebene Ladefläche, die nur marginal leicht ansteigend ist nach hinten. Und von dem her gut nutzbarer Kofferraum. Gut gemacht, Citroën. Ja, wir schwingen uns nach hinten in den Fond des Citroën C5 Aircross. Die Tür schließen wir und wir sitzen. Ja, wir sitzen sehr gemütlich, natürlich aufgrund der Ledersitze, die wir hier haben. Aber Kniefreiheit schauen wir uns als erstes an. Die Knie passen hier hinter diese Ausformung gut rein. Sitz auf meine Größe eingestellt, 1,78 Meter plus ein wenig Körperfülle. Kopffreiheit, ja, da passt noch eine gute Faust dazwischen nach oben. Die Kopfstützen sind ausweichend weit ausziehbar, das ist auch gut. Wir haben noch eine kleine Armauflage hier in der Tür drinnen, da passt der Arm auch gut rein. Ja, also ich mit den Knien stoße ich so ein bisschen unten an, wenn ich dann bequemer sitze. Ansonsten, ja, das passt schon so, das ist okay. Ja, wir sitzen leicht schräg nach hinten versetzt, hinter dem Fahrersitz. Liegt auch wieder daran, wir haben tatsächlich hier drei Einzelsitze verbaut. Verständlich ist das Ganze ehrlich gesagt nicht wirklich. Zwar sind die alle hier in der Länge ein wenig verschiebbar. Das zeige ich euch hier. Tatsache, ja, also die sind alle individuell verstellbar. Das ist zwar für den einen Komfort recht bequem, aber leider wenig praktikabel, denn Isofix habe ich trotzdem nur an den zwei Außenpositionen. Der Kindersitz lässt sich gut installieren, da man an die Isofix-Verankerungen sehr gut rankommt. Naja, Platz zur Lehne ist allerdings nicht so viel, dass Reboarder hier optimal Platz haben. Da muss der Beifahrersitz durchaus ein Stück weit nach vorne. Ansonsten hinter dem Fahrersitz noch einen zweiten Reboarder, das wird eng. Bei mir war es genauso, mein zweijähriger Sohn saß hinter dem Beifahrersitz. Den Sitz hatten wir auf die normale Sitzkonfiguration von mir auch eingestellt mal. Ja, und dann war es natürlich so, dass die Füße hier die Rückenlehne durchaus dreckig gemacht haben. Das zeigt auch wieder, dass da der Sitzabstand dann doch etwas schmaler ist, wenn man Kindersitze auf dem Fond, im Fond integriert. Wir haben zwei Luftausströmer hier, eine USB-Anschluss hier unten, aber auch keine 12-Volt-Buchse. Hm, zu wenig. Da gehören mindestens zwei USB-Schnittstellen und am besten noch eine 12-Volt-Buchse dahin. Ansonsten, gerade vor allem, wenn man zwei Kinder hat, dann prügeln sie sich um die USB-Schnittstelle. Das muss nicht sein. Licht kommt genügend rein, weil das Glasdach sehr weit nach hinten verlagert ist. Das ist sehr, sehr schön. Wie gesagt, diese Rücksitze können wir auch tatsächlich in der Lehnenneigung verstellen. Dazu gibt es eine Schlaufe an der Seite. Und, naja, will aber nicht so wirklich. Bisschen unschön, aber gut. Naja, muss man halt vielleicht ein bisschen hier. Jetzt können wir es euch zeigen. Ja. Gut, nichtsdestotrotz, bequem sitzen tun wir. Die Komfortsitze hier sind wirklich sehr, sehr schön und weich gepolstert. Da sitzt es sich sehr angenehm. Allerdings dadurch, dass es natürlich Einzelsitze sind, ja, ist der Sitz, die Sitzbreite etwas begrenzt worden, sozusagen. Ich bin jetzt nicht der Schmalste, aber ich sitze hier doch noch angenehm. Und man sitzt so ein bisschen auf dem Gurtschloss. Aber gut, es drückt nirgendwo rein. Ja, ich denke mal, wenn wir jetzt hier tatsächlich den Gurt anlegen, ja, finden wir das Gurtschloss ohne Probleme. Passt, würde ich sagen. Ja.
Gut, aber viel wichtiger ist natürlich, was vorne links ist, ob es da passt. Und da schauen wir jetzt rein. So, ich habe mich hier vorne auf den bequemen Massagesessel von Citroën begeben und natürlich fällt sofort auf, hier passt alles. Also wirklich, da fehlt sich gar nichts. Wir merken, dass wir zwar noch in der Kompaktklasse sind, da man alles irgendwo noch relativ nah um sich herum hat. Dennoch ist genügend Bewegungsfreiheit hier für den Knie. Es ist auch genügend Kopffreiheit nach oben, trotz Panoramadach. Da haben wir noch eine Faust, das fehlt sich nichts. Das Lenkrad ist wunderbar in Länge und Tiefe einstellbar. Höhe und Tiefe, Entschuldigung. Wunderbar, die Schaltwippen passen direkt hinter. Leider drehen die nicht mit, das ist ein bisschen ein kleiner Nachteil. Die Sitze sind wirklich äußerst bequem, für meine Begriffe sogar angenehm lang in der Schenkelauflage. Also das ist wirklich gut, da fehlt mir jetzt keine ausziehbare Schenkelauflage. Wir haben hier elektrische Sitzverstellung im Fahrzeug verbaut. Das ist äußerst angenehm. Können wir tatsächlich hier nach vorne, nach hinten, Lehnenversteilung und hier die Lordosenstütze. Und ansonsten haben wir hier noch die Memory-Tasten. Da haben wir insgesamt zwei Positionen, Fahrer und Beifahrer sozusagen, können wir da einstellen. Und dann sitzt sich hier auch wirklich äußerst bequem. Ja. Dann schauen wir uns den Citroën C5 Aircross doch mal hier im Innenraum im Detail an. Was als erstes auffällt, wir haben hier eine Zwei-Farben-Innenraum-Ausstattung. Das heißt, wir haben hier dunkelbraunes, fast schon kaffeefarbenes Leder und schwarze Applikationen, die sich hier überall rüberziehen. Hier das Braune, das Schwarze, das ebenfalls auch über die Sitze verteilt. Hier noch mit einem kleinen weißen Streifen drinnen und so ein paar Kontrastnähten. Das ist übrigens aufpreispflichtig. Das ist die Nappa-Leder-Ausstattung, die man dann ordern kann, die hier geordert wurde. Wer die übrigens ordert, der bekommt auch Massagesitze. Wirklich sehr, sehr fein. Sollte man auf alle Fälle machen, wenn denn das Budget es hergibt. Aber schauen wir uns den Wagen doch mal im Detail genauer an. Also wir sitzen hier hinter einem Dreispeichenlenkrad, was sehr, sehr einfach und sehr puristisch aufgebaut ist. Wir haben hier die Sprachbedienung, wir haben hier lauter und leiser. Hier ist alles, was sich um das Thema Audio, Lautstärke oder aber die Telefonannahme bedreht. Denn wir haben hier mit dem Drehrad, können wir dann tatsächlich die Sender wechseln, die wir hier haben. Und hier links... Hier links haben wir dann tatsächlich die Einstellungen für das voll digitale Display mit den unterschiedlichen Anzeigeoptionen. Das voll digitale Display ist übrigens aufpreispflichtig, beziehungsweise in den höheren Ausstattungslinien ist es bereits integriert ab Werk. Mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Es ist schön aufgelöst. Klar, man erkennt immer noch so ein paar pixelige Momente, aber es hat so eine schöne Art. Man kann hier durchaus verschiedene Anzeigen sich reinspielen. Man kann es personell gestalten über das Display. Allerdings hier, das ist ein bisschen umständlich, dass man hier die Themen auswählt. Man hat drei vorgegebene Themen, Rot, Blau und Braun. Das muss man mögen. Nach einer kurzen Zeit ist das Ganze eingestellt. Ich persönlich finde es ganz, ganz witzig, aber auch ein bisschen mehr Spielerei als alles andere. Wichtiger ist natürlich, wie ist der Innenraum denn aufgebaut? Ist er wertig gestaltet? Und das muss man ganz klar sagen. Wir haben hier zwar aufgeschäumte Kunststoffe, die sich aber vielleicht jetzt nicht so fein anfühlen wie in VAG-Fahrzeugen, zum Beispiel wie in dem Seat Arteca. Ansonsten, was mir hier auffällt, ist, wir haben hier so eine Leder eingepackte Hülse. Das ist alles insgesamt hier aber schon... Wie wir es hören, noch Hartkunststoff, außer das hier mit so ein bisschen Leder überzogen. Der zentrale Monitor ist sehr gerade installiert, das heißt, er könnte eigentlich einen Tick zum Fahrer orientiert werden. Das würde das Ganze ein bisschen ergonomischer gestalten. Ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Das große 8 Zoll Display ist hochauflösend. Wir haben hier unten eine Touchbar sozusagen, wo wir dann direkt Wahltasten haben für die Sitzheizung, für die Audioeinstellung direkt reinspringen. Das Klimabedienteil ist auch hier reingerutscht. Lediglich einzelne Direktwahltasten wie die
Defroster-Einstellung, die Umlufteinstellung und die Heckscheibenheizung bzw. das Deaktivieren der Klimaautomatik sind hier unten auf 4 Einzelknöpfen. Wenn wir schon auf der Knopfzeile sind, haben wir hier noch weiter das Ver- oder Entriegeln der Zentralverriegelung und das Deaktivieren der Start-Stopp-Automatik. Sehr schlecht und wirklich nicht gut positioniert die Warnblinkanlage hier. Der Warnblinkanlagerschalter, den zu finden, wenn man den Wagen nicht in- und auswendig kennt, ganz, ganz schlecht. Der gehört eigentlich hier oben irgendwo drauf. Sehr, sehr schade, oder man hätte ihn hier in die Mitte reingetan, hätte die Bar noch ein Stück rausgezogen. Wäre mir persönlich lieber gewesen. Aber kommen wir nochmal zu dieser Touchbar zurück. Wie gesagt, Sitzheizung, Fahrerseite, Audio, Klimabedienung, Navigationsbedienung, Fahrzeugeinstellungen, Telefonkoppelung, Konnektivität und die Sitzheizung für den Beifahrersitz. Wenn wir die Massagefunktion einschalten wollen, müssen wir sie tatsächlich an der Seite vom Sitz aktivieren. Das dauert einen kleinen Moment, dann kommt es hier auch ins Display rein. Dann können wir uns hier aus insgesamt 5 verschiedenen Programmen das Richtige wählen. Entweder so Katzenpfoten, Wellen, Stretchen oder wir können uns tatsächlich einfach auch nur den Lendenbereich oder aber nur die Schultern massieren lassen. Ist ganz nett gemacht, könnte allerdings ein bisschen straffer sein und ein bisschen fester sein. Weiter im Programm haben wir hier die Mittelkonsole, sehr breit, auch angenehm ausgeformt hier. Also das Knie liegt sehr, sehr schön an. Der Automatik-Wählhebel der 8-Gang-Automatik ist mittlerweile bekannt. Ist ein schöner kleiner Stick mit so einem kleinen Lederpad. Das ist wirklich ideal, um die Hand abzulegen, wenn sie denn hier auf der Mittelarmlehne beruht. Dahinter haben wir die elektronische Parkbremse, die wir hier haben. Und dann haben wir den Start-Stopp-Knopf, den man allerdings hier deutlich auf alle Fälle länger drücken muss. Das ist eine Art Kindersicherung, die Citroën oder PSA hier einbaut. Ich weiß, das mögen nicht viele. Ich persönlich finde es aber sehr, sehr clever gelöst, dass man da durchaus mal so fast 2 Sekunden drauf drücken muss, ehe der Motor an- oder ausgeht. Ja, so ein Kind drückt halt nur einmal leicht drauf und ist es meiner Meinung nach eine gute Lösung. Dann haben wir hier die Fahrprogramme, das heißt, wir haben hier Eco, wir haben Sport oder wir haben die Bergabfahrhilfe, die hier verbaut ist. Und gegen Optionen gibt es die Grip-Control-Taste hier, wo wir tatsächlich die einzelnen Modi der Traktionskontrolle anstellen können auf Schlamm, Sand, Schnee oder das ESP direkt deaktivieren können. Das Smartphone übrigens können wir optional induktiv hier in diese Ladeschale laden lassen. Dahinter ist noch ein USB-Port und ein 12-Volt-Anschluss. Das ist auch gut. Das Ablagefach hier ist sehr, sehr groß. Da kann man auch noch ordentlich was reinstecken. Aber wenn wir schon von Ablagefächern sprechen, ganz klar, dieses Mittelarmlehnen, die Mittelarmlehne hier ist ein riesiges Fach. Da passt wirklich alles rein. 1,5 Liter Flaschen, 2 Stück gehen da rein. Mit sogar Kühlfunktion über die Klimaanlage. Wir haben ein großes Handschuhfach hier unten. Da geht auch einiges rein. Der Beifahrer-Airbag wird übrigens auch hier deaktiviert im Handschuhfach. Insgesamt ein wirklich sehr, sehr gutes Cockpit, auch wertig genug, sauber verarbeitet. Hier klappert nichts, hier knarzt nichts. Ein wirkliches Rundum-Wohlfühlpaket. Ja, was hier drinnen als erstes auffällt im Citroën C5 Aircross, ist, dass der Wagen hier wirklich einen absoluten Komfortfanatiker spielen möchte. Ja, spielen möchte ist so eine Geschichte, denn er ist wirklich mit dem Advanced Komfort Fahrwerk ausgerüstet, was im Citroën C4 Cactus für ein super weiches und komfortables Dahingleiten fast schon wie mit einer Luftfederung sorgt. Ja, das ist hier im C5 dann etwas anderes, denn der Wagen federt wirklich zwar schön sanft nach auf Wellen, allerdings, naja, kurze Stöße kompensiert das Fahrwerk nicht, sondern es schlägt tatsächlich mit der Vorderachse oder auch gerne mal mit der Hinterachse, je nachdem wie es gerade so liegt, durch und dann sogar bis ins Lenkrad. Das ist leider dann ein bisschen unschön. Die Lenkung ist angenehm leichtgängig, bietet aber genügend Rückmeldung. Was mir durchaus sehr gut gefällt, das ist der Antrieb, der hier unter der Haube steckt. Das ist der PureTech 180. Das ist ein Vierzylinder mit 1,6 Liter Hubraum. Wie gesagt, 181 PS Leistung, 300 Newtonmeter Drehmoment.
Ja, damit geht es auch wirklich zügig voran. Auf über 210 geht es laut Tacho auf alle Fälle. Das macht er auch sehr, sehr zügig und ordentlich. Der Verbrauch hält sich sogar angenehm im Grenzen. Da liegen wir hier so bei 7,5 Litern im Schnitt. Wer viel Autobahn fährt oder extrem viel Kurzstrecke, der wird bei 9,5 Litern auf alle Fälle liegen. Und bei Autobahn meine ich wirklich 140 plus. Die Assistenzsysteme, die hier Citroën verbaut, die sind ja, wirklich gut und arbeiten auch sehr, sehr zuverlässig. Na, mir ist tatsächlich nur einmal bis dato ein Fehleingriff sozusagen aufgefallen. Und zwar hat das Fahrzeug im stehenden Verkehr auf der linken Spur tatsächlich als Verkehr auf meiner Spur erkannt. Das Fahrzeug hat mich dann zum Bremsen aufgefordert. Ich hatte mich nur gewundert, habe es aber nicht getan. Ja, und dann hat der Wagen tatsächlich eine Vollbremsung eingeleitet und das Lenkrad leicht nach rechts Richtung Leitplanke geschoben. Ja, da ging mir durchaus erstmal die Muffe. Sowas muss man erstmal mögen. Ja, so hundertprozentig vertrauen tue ich diesen Systemen halt leider auch nicht. Und das hat mir in dem Fall wirklich geholfen. Wenn da jetzt die Hände weg gewesen wären, was man ja nicht darf, dann wäre ich wahrscheinlich in der Leitplanke gehangen. Ja, das ist, wie gesagt, hier sollte man immer auf alle Fälle Vorsicht walten lassen. Dennoch fällt wirklich auf, der Wagen gefällt mir sehr, sehr gut. Auch vom angenehmen hier im Innenraum. Also er ist wirklich sehr gut gekapselt. Wir haben Windgeräusche bleiben, selbst bei diesen Orkanböen, die hier draußen aktuell herrschen, wirklich im zurückhaltenden Bereich. Auch auf der Autobahn sind die Windgeräusche sehr, sehr gering. Das schafft auf alle Fälle dann wieder den Bereich des komfortablen Fahrens, hebt das Ganze dann wieder hervor. Ja, der Citroën C5 Aircross, ein weiteres Kompakt-SUV, allerdings mit richtig viel Charakter. Alle Achtung! Liebe Franzosen, da habt ihr echt was Tolles geschaffen und vor allem, ihr habt es geschafft auf der EMP2-Plattform, wo ihr bereits den Peugeot 3008 habt und den Opel Grandland X habt, mit dem Citroën C5 Aircross ein weiteres Derivat aufzubauen, was wirklich, wirklich gut ist. Er zeichnet sich vor allem auch durch das charakteristische Exterieur natürlich ab, ganz klar. Und er ist wirklich der Komfort-Verwöhn-SUV in dieser Kompaktklasse, wenn auch beim Fahrwerk durchaus noch ein bisschen Nachholbedarf besteht, wenn man tatsächlich im Komfortsegment unterwegs sein will. 41.370 Euro kostet mein Testwagen hier. Das ist eine Stange Geld für 180 PS SUV ohne Allrad, aber mit jeder Menge Ausstattung. Ja, würde ich das Geld ausgeben? Weiß ich nicht so recht. Vermutlich eher nicht, da andere SUVs ja durchaus etwas billiger sind, wenn auch vielleicht mit weniger Leistung. So muss ich sagen, ja, Citroën, ihr seid zwar wirklich gut geworden, aber in der Preisklasse müsst ihr durchaus ein bisschen aufpassen, vor allem weil dann doch noch hochwertigere Materialien, gerade so am Armaturenträger und so weiter, von den Kunden mittlerweile erwartet werden. Was mir sehr gut gefallen hat, ist auch der Antrieb. Der 180 PS Piotech ist wirklich sehr, sehr schön. Der passt auch sehr gut zu diesem SUV und ich würde ihn auch auf alle Fälle empfehlen. Für die, die natürlich viel fahren oder aber noch mal ein bisschen mehr Power und Punch wollen, die müssen zum HDI 180 greifen. Das war's von meiner Seite. Jetzt kommt ihr an die Reihe und zwar sagt mir, was ihr zum Citroën C5 Aircross sagt und was ihr von ihm haltet. Ist er tatsächlich in dieser Klasse eine gute Alternative? Würdet ihr ihn vielleicht kaufen? Was denkt ihr über das Preis-Leistungs-Verhältnis? Oder anders gefragt, bleiben wir doch mal im PSA-Konzern. Welchen der drei würdet ihr denn nehmen? Den Opel Grandland X, den Peugeot 3008 oder vielleicht doch den Citroën C5 Aircross? Schreibt es mir unten in die Kommentare und wenn euch das Ganze gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und den Kanal abonniert, damit wir uns bald wiedersehen. Tschüss und Servus, euer Ubi.